Man weiß, Bauchfett ist nicht nur lästig, sondern auch ungesund. Während man an anderen Stellen des Körpers abnimmt, hält sich das Fett in der Körpermitte hartnäckig. Wir haben ein paar Tipps und Tricks in diesem Video zusammengestellt, mit denen Sie dem Bauchfett leichter den Garaus machen können. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem optimalen Mix aus Bauchmuskeltraining, der richtigen Ernährung und einer gewissen Hartnäckigkeit. Der erste Tipp ist mit dem richtigen Kohlenhydrate gebunden. Nehmen wir kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Brot, Nudeln oder Süßigkeiten zu uns, steigt unser Blutzuckerspiegel an. Der Körper produziert Insulin, um den aufgenommenen Zucker in die Zellen zu transportieren. So weit, so gut. Doch, das nun aktive Insulin hemmt die Fettverbrennung und sorgt leider dafür, dass der Körper Fett einlagert. Und, welch Überraschung, besonders am Bauch. Vermeiden Sie möglichst einfache Kohlenhydrate wie in Fast Food, Weißmehlprodukten und Süßigkeiten, wenn Sie Ihr Bauchfett weghaben wollen. Sie lassen den Blutzuckerspiegel nämlich besonders schnell ansteigen. Essen Sie vermehrt komplexe Kohlenhydrate. Sie kommen beispielsweise in Vollkornprodukten vor. So kann es langfristig sein, dass Ihr Bauchfett langsam weggeht. Der nächste Tipp hängt von der Menge an Magnesium ab. Die Forscher haben nämlich festgestellt, dass reichlich Magnesium unter anderem auch die Insulinwerte senkt, was indirekt Bauchfett verhindert. Doch greifen Sie nicht gleich zu Magnesiumtabletten, sondern achten Sie auf eine natürliche Aufnahme von magnesiumhaltigen Lebensmitteln wie beispielsweise Blattgemüse, Bohnen oder Nüssen. Schon das könnte den Bauchwegeffekt unterstützen. Der nächste Schritt ist, genug Schlaf zu bekommen. Wissenschaftliche Studien haben in der Vergangenheit mehrfach belegt, dass Menschen, die nachts regelmäßig zu wenig, 5 Stunden oder weniger, schlafen, häufiger unter Gewichtszunahme und Übergewicht leiden. Menschen dagegen, die 7 bis 9 Stunden schlafen, können ihr Gewicht eher halten. Ihr Körper kann sich nachts besser regenerieren und auch die Stoffwechselprozesse in Gang halten. Zudem macht Müdigkeit oft Appetit und Heißhunger. Wer sein Bauchfett weghaben möchte, sollte unbedingt auch Krafttraining betreiben. Denn jedes Kilogramm Muskelmasse steigert den Grundumsatz des Körpers um durchschnittlich 100 Kalorien täglich, und das verbrennt mehr Fett. Aber auch die restliche Muskulatur sollte nicht vernachlässigt werden. Forscher fanden heraus, dass vor allem auch die Beinmuskulatur mit dem Bauchfett zusammenhängt. Probanden mit einer guten Beinmuskulatur hatten im Durchschnitt einen geringeren Anteil an Bauchfett. Dies liegt laut der Wissenschaftler daran, dass die Muskelgruppen der Beine besonders groß sind und damit auch mehr Energie verbrauchen als andere Muskelgruppen. Und der letzte Ratschlag, den Sie beachten sollten, ist, weniger Salz zu essen. Salz entzieht unserem Blut Wasser und lagert es in der Haut ein, die dann aufgequollen aussieht. Dieser Effekt verstärkt sich natürlich, je mehr Salz man zu sich nimmt. Achtung bei Fertiggerichten! Sie enthalten neben Zucker meist auch viel Salz und sind nicht zu empfehlen, besonders dann nicht, wenn das Bauchfett weg soll.